möchte ich die Chefin des Hauses, die Frau Magister Bamhagel, die hat das Ganze vorbereitet und wie man sieht, ganz toll haben wir das machen können da. Ja. Nochmal herzlichen Dank und vielleicht hat es passt, dass wir wiederkommen. Dankeschön. Ja, 40 Jahre Rechberg, das ist nicht so einfach. Die meisten werden ja das verfolgt haben, wie schwer das 40-jährige Rechbergrennen zustande gekommen ist. Es hat vor zwei Monaten noch nicht ausgeschaut, dass das funktionieren wird. Wir haben nicht einmal noch eine Zusage gescheit gehabt, dass das funktioniert. Und am 11. April ist es dann soweit gewesen, dass wir die Bauübergabe gehabt haben. Und so wie es jetzt ausschaut, wird die Straßen wahrscheinlich heute noch fertig werden. Mit dem kilometerlangen Asphalt. Ich bin selber sehr froh, dass das überhaupt funktioniert hat. Weil auch nicht der neuen Straße hätte es keine Rechtwerkung mehr gegeben. Wir wissen, dass es alle Jahre schwere Unfälle gegeben hat. Leider Gottes auch Kollegen von uns, die was sehr befreundet waren. Ja, man kann da eigentlich das nicht verantworten. Ich habe es voriges Jahr gesehen, das schlechte Wetter dazu und das erste Stickern vom Start bis zur Firma Adek. Wir haben da 5 Dreher gehabt, wo praktisch nur so abgestellt waren und keine Verletzten oder sonst irgendwas. Also, Horror. Also, wir haben da Filme von dem Formulini, mit dem jetzt ein Formel 3000 mit 230 dort im Kreis gedreht hat und fast 200 Meter braucht hat, bis er zum Stehen gekommen ist. Ja, 40 Jahre Rechberg. Der Rechberg, wir haben einen guten Namen bei der FIA. Wir bemühen uns alle Jahre sicherheitsmäßig das Ganze gut zu organisieren. Hat auch immer funktioniert. Wir haben natürlich das Glück, dass der Rechberg eine Naturtribüne ist. Die Leute sind sehr weit von der Rennstrecke weg und trotzdem sieht man so viel wie bei keinem einzigen Bergeinlauf in Europa. Ich bin auch sehr dankbar, dass uns das Almanland immer gewaltig unterstützt. Da möchte ich dann den Herrn Möstl noch bitten, der was das Almanland vertritt. Zur Fahrersache, also zu den Fahrern oder Nennungen, wird auch mein Schwiegersohn, der Rennleiter, noch berichten. Tatsache ist, dass wir 240 Nennungen im Haus haben. Also das ist wieder ein Rekord. Wir haben voriges Jahr schon sehr viel gehabt, aber so wie heuer, das ist ganz gewaltig. Dazu ist natürlich spielt eine Rolle die tschechische Bergmeisterschaft. Und das Fahrzeug, der Fuhrpark von den ganzen Fahrern, wenn man das anschaut, ist gewaltig. Also ich freue mich, dass das Ganze so funktioniert hat und die Fahrer relativ gern zu uns kommen. Wir haben außer unser Lokalmatador Walti, Edlinger, Bregartner, Schweiger-Uhrt, da dann eigentlich fast wöchentlich in der Zeitung lesen, der geht in Pension und hat natürlich nichts anderes zu tun, als wir die jungen Burschen da niederzufahren. Ja, nochmal recht herzlichen Dank. Möchte ich dann gleich den Herrn Möstl ersuchen, dass er im Namen des Almanlands sei, dass das mir Gott gibt. Ich bin da so wie die Jungfrau zum Kind kommen jetzt mit einem Almanland. Ich bin nicht unbedingt Almanland-Vertreter, da gibt es bei uns Bürgermeister und andere Vertreter, oder wie Sie wisst, momentan. Die Gemeinden sind ja zum Teil in der Auflösung und keiner weiß mehr, ob er nächstes Jahr Bürgermeister ist oder übernächstes Jahr, aber ich sage gerne ein paar Worte dazu. Dass dieses Rechbergrennen immer wieder im Almanland stattfindet. Ich lebe selbst schon seit 40 Jahren mit und es ist jedes Mal ein Erlebnis und vor allem für die Region eine riesige Bereicherung. Vor allem auch in touristischer Hinsicht und ja, es kommen sehr viele Leute jedes Jahr zu uns und so, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist es ja doch eine der größten, oder wenn nicht die größte Motorsportveranstaltung in Österreich und hat natürlich einen Bekanntheitsgrad vor allem dann schon mitgewirkt. Also
Vielen Dank dafür und viel mehr möchte ich nicht dazu sagen. Das freut uns. Ich hoffe, dass ihr ein schönes Wetter habt und ich wünsche der Veranstaltung einen guten Erfolg. Danke. Einmal, dass wir uns bei Herrn Möster treffen, dass wir bei einer kleinen Runde machen. Ich will mir Herrn Möster, da ist der Matrix-Erfahrung, aber vielleicht gibt es die Möglichkeit und da werden wir das machen und dass man wirklich sieht, was er da nur allein für sein Hobby gemacht hat. Ja, herzlichen Dank nochmal, Herr Mössl. Ich gebe weiter den Werner Seitinger. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen. Bevor wir ins Detail gehen bezüglich Nennliste und so, möchte ich die Frau Magister Baumhagel kurz zu mir bitten. Ja, das wäre gerne. Vorne bitte. Wir möchten uns noch einmal recht herzlich bedanken für die wirklich perfekte Vorbereitung. Die Location ist so wirklich. Danke für das. Danke für ja, so, zum Rechtbarkeiten. Ihr habt in die Pressemappen über eine professorische Nennliste beigelegt. Die ist noch nicht vollständig. Zurzeit haben wir bei ca. 240 Fahrzeugen. Also Sie haben sicher noch mal werden. Der Starterfeld ist, man weiß nicht, wie man sagen soll, es ist wieder mal Spitzenklasse. Man weiß nicht, was man sagen soll dazu. Es sind allein in der Klasse DE2, also Formelfahrzeuge, und es sind sicher über 30 Nennungen schon eingegangen. Wir haben ja mit dem Hermann zum Beispiel einen der Favoriten schon sitzen. Es sind über 15, 10 Sportprototypen eingegangen. Bei den Tourenwagen haben wir dann zum Zählen aufgehört. Es sind 20 historische Rennfahrzeuge genannt, also vom Lotus über Merlin. Also das Starterfeld kann sich ganz sicher wieder sehen lassen. Mit dem neuen Straßenbelag hoffen wir, ob wir vielleicht wieder am Streckenkörper platzen können. Wenn das Wetter passt, ist es sicher möglich. Ja, sollten Fragen auftauchen, bitte jederzeit. Wir werden da einfach ein Frage-Antwort-Spiel machen, ein Pressegespräch. Und noch ein kurzes Statement von der Pressesprecherin von der Dr. Denise, bitte, wenn es möglich ist. Danke. Noch einmal herzlich willkommen an alle. Es ist sehr schön, so viele zu sehen, so viele Kameras zu sehen. Wir haben wunderbares Wetter bekommen von den tollen Autos, die da draußen stehen. Das freut uns natürlich sehr. Ich bin Pressesprecherin. Wann ich Ihnen behilflich sein kann, bitte kommen, bitte fragen. Ich werde auch noch in meiner Anwesenheitsliste durchgehen oder bitte mir die Karte zukommen lassen. Es wird natürlich noch ein bis zwei Presseaussendungen geben. Direkt am Berg wird der Herr Andreas Olbrich, der Presseansprechpartner im Gemeindeamt sein, um Sie zu akkreditieren, um für alle Fragen zur Verfügung zu stehen. Natürlich auch Rennleiter. Ich persönlich bin immer irgendwo unterwegs, also bitte, wenn irgendwas ist, einfach fragen. Wir bemühen uns momentan sehr, die ganze Pressearbeit, die ganze Promotion zu modernisieren. Es geht natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Wir haben viele junge Mitarbeiter, neue Mitarbeiter, wir sind auf Facebook vertreten, wo natürlich auch sofort alle Informationen immer drauf sind. Es sind ja jetzt Fotos von Ihnen allen, von den Autos online. Also man kann ja hier in Kontakt treten mit den Fans, mit den Fahrern, für alle Kleinigkeiten, für jedes Reifenfoto, für jedes Detail. Viel mehr kann ich nicht sagen, außer dass wir zum 40-Jahre-Jubiläum eine kleine Überraschung mit dabei haben. Ganz hinten in der Pressemappe finden Sie eine Karte, eine Timesharing von kommenden Rennen. Und bei einer dieser Karten, hoffe ich, muss ich sagen, weil die haben noch einige im Talon, ist auf der Hinterseite ein Special VIP-Pass drauf. Das heißt, einem von Ihnen wird die Möglichkeit gegeben, am Lechberg direkt in einen unserer fünf Red Bull-Boliden einzusteigen. Wir haben eine Zusammenarbeit mit dem Projekt Spielberg. Und dort ganz direkt zu erleben, wie das ist, einen Berg hinaufzufahren. Sollte die Karte jetzt nicht dabei sein, werden wir nachher noch einmal durchgehen mit, hat es zufällig schon jemand gefunden, die Karte? Ich möchte gleich den Sebi Götz, der was auch bei uns ist, im Namen der Wirtschaft, ein paar Worte mit, dass du sonst erklärst. Warte, gibt es ein Mikrofon? Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich bin nicht nur von der Wirtschaft hier, ich bin generell ein Motorsportbegeisterter. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin auch tätig in Bergrallye Cup, wo ich als Rennleiter eben tätig bin.
wo ich im Vorstand bin und einfach dort mithelfe. Selbst als Unternehmer ist es für mich dann aber eine sehr gute Plattform, das Rechbergrennen als Marketing zu verwenden. Es sind, ich glaube, zwischen 20.000 und 30.000 Leute jedes Rennwochenende, wo man sich dann vermarkten kann. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Plattform für mich, beim Rechbergrennen sowie auch bei den anderen Rennen, sich dort zu präsentieren. Rechbergrennen heißt, es kommen sehr viele Leute aus der Region und das trifft sich genau mit meinem Unternehmen. Ich baue ausschließlich in der Steiermark Häuser. Das heißt, 20.000 Steirer sehen dort meine Werbung und das ist Anlass genug, dass ich beim Rechbergrennen jetzt das zweite Mal mitmachen darf als Sponsor. Wir sind jetzt am Spielberg, also hier am Rechberg. Und vielleicht bleibt das nicht bei Eintagsspielen, sondern dass man vielleicht in Zukunft, eben, wir sind beide, sagen wir von einer von den anderen eigentlich abhängig wirtschaftlich und bitte den Schmiedinger am Spielberg bitten, dass er. Das ist ja Gerd. Danke, gute. Guten Tag, mein Name ist Gerd Schmidberger, ich vertrete das Projekt Spielberg. Ich möchte mich bedanken mit der Familie Seitinger für die Kooperation, was wir gemeinsam machen können. Das ist eigentlich durch Zufall, aber wir konnten für vielen Jahren im Motorsport zum Rennen kommen, ob wir da was machen können, eben Projekt Spielberg gemeinsam mit dem Rennbergrennen und das ist Gott sei Dank gelungen. Wir fahren mit vier Autos als Voraushalt darauf, mit prominenten Fahrern und diese Fahrten will Familie Seitinger oder den Motorsport gut verlosen oder verkaufen. Wir freuen uns sehr drauf auf diesen Event und schauen, dass wir da in unserem Betrieb werben können und dass wir unsere ganzen Fahrzeuge, was wir für Fahraktivitäten anbieten können, dort präsentieren können. Dankeschön. Wir, den Herbert Bregartner, auf den wir eigentlich schon fast zwei Jahre gewartet haben, weil gar nichts haben wir angekündigt. Aber es ist ein Jahr später, kommt ja noch. Herbert, bitte. Ja, bei mir hat es, wie schon der Ernte gesagt hat, ein bisschen länger dauert. Es ist ja bis das Auto von Grund auf neu aufgebaut wird und bis Motors fertig wird, da ist die Zeit vergangen. Nun ist er fertig, also wir haben Mitte März auf der Pressekonferenz gemacht, das Auto vorgestellt, haben vor kurzem die ersten Testfahrten gemacht auf dem Slowakien und die sind sehr erfolgreich über die Bühne gegangen. Das Auto ist ein Porsche 911 GT2 RSR. Soll eine Leistung haben von ca. 760 PS aus 3500 Kubik und wir werden heuer schauen, dass wir in der österreichischen Meisterschaft bis zum Schluss vielleicht wieder an die vorderen Plätze mitfahren können. Rechbergrennen wird sicher der erste Lauf für uns werden, dass wir aber für mich werden, dass wir überhaupt den Berg wieder schnell erzwingen können und werden schauen, dass wir da wieder über 200 die Straße rauffahren. Ja, grüß Gott. Ich freue mich riesig schon drauf auf dem Rennberg, weil heuer, wie man sieht, sind wir wirklich gut unterwegs mit unserem Auto. Wir haben im Winter wirklich sehr daran gearbeitet, mein Sohn hauptsächlich. Und die Konkurrenz ist wirklich am Rennberg groß und wenn wir sehen, wo wir da liegen. Und das ist wirklich eine Herausforderung am Rennberg. Es ist ein schöner Berg. Ich war gern, war ich das Jahr ist leider nicht gegangen, da habe ich eine Woche vorher im Kopf gehabt, einen Ausrutscher gehabt. Aber vor zwei Jahren da bin ich in schnellste Blutwohnung gewesen und dafür werden wir sehen, was heuer da drinnen ist. Und ich bin schon gespannt drauf. Auf Rechberg. Danke. Das ist der Hermann Walti. Bitte um deine Worte. Ich möchte mich recht herzlich für die Einladung bedanken und vor allem bei der sehr viel erschienenen Presse. Das muss ich immer wieder holen, dass die Presse eigentlich für uns das ein sehr wichtiger Bestandteil ist, weil wir Gönner oder Sponsoren auf den Autos haben und die eigentlich irgendwo eine Gegenleistung haben wollen, dass das Auto, wie der Herr Kutsch schon gesagt hat, irgendwo in der Zeitung oder bei Fotos sitzt. Und nur so kann man heute den teuren Motorsport sich noch leisten, indem man das selbst nicht mehr bezahlen kann, das schon sehr teuer geworden ist. Aber wie gesagt, jetzt noch einmal zum Rechberg. Ich habe voriges Jahr ein neues Auto gebaut oder gekauft in Japan und das erste Mal eingesetzt. Leider ist es ein bisschen in die Hose gegangen mit dem Wetter am Rechberg voriges Jahr und das Auto hat auch nicht so funktioniert. Aber wie gesagt, ich bin noch einer der drei Sieger, der österreichischen Sieger, die jeden Rechberg gewonnen haben. Und es wird natürlich immer schwieriger, den Rechberg zu gewinnen, aus folgendem Grund. Erstens ist es ein EM-Lauf, es ist eine super Besetzung, so wie der
Seidinger gesagt haben, 240 Nennungen, die besten Leute aus ganz Europa, Werksteams und so weiter sind am Start, also für einen Privatfahrer sehr schwierig hier zu gewinnen. Zweitens ist es für die Bergmeisterschaft das erste Rennen. Im Bergrallye Cup haben sie schon ein paar Rennen gehabt, die sind schon eingeschossen, aber wir sind eigentlich noch nie gestartet. Und das ist das erste Rennen. Das zweite ist der Rest bei dem sehr schwieriges Rennen. Ein super Rennen, natürlich 5 Kilometer, aber mit allem drum und dran, mit schnellen Passagen, mit Spitzkern, mit langsamen Passagen. Also wirklich eine gewürzte und sehr anspruchsvolle Strecke und auch eine super Strecke für die Fahrer zum Fahren. Auch für die Zuschauer kann man sehr schön die Fahrer einsehen, da sehr viele Zuschauerzonen sind, wo man wirklich super die Autos sehen kann. Wie gesagt, ich bin heuer schon trainieren gewesen in Vercegnis in Italien. Das ist der dritte Lauf zur österreichischen Bergmeisterschaft und auch zur italienischen Meisterschaft. Und bin dort sehr flott unterwegs gewesen gegenüber dem Vorjahr. Ich habe mich, obwohl eine Schikane eingebaut ist, um 2 Sekunden verbessern können gegenüber meiner Vorjahrszeit. Und ich bin heuer sehr optimistisch, im Spitzenfeld ganz vorne mitmischen zu können. Danke. Danke erstmal für die Einladung auch und danke, dass diese Presse so zahlreich erschienen ist. Für mich ist ja der Rechberg das Heimrennen. Ich bin ja wirklich vor der Tür zu Hause praktisch und ich möchte versuchen, heuer das zu wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Also es war vorher gesagt für mich das erste Rennen am Rechberg mit dem neuen Auto und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also wir waren fast ein bisschen überrascht, dass man so schnell sieht mit dem Auto. Und ich hoffe, dass das heuer von Wetter ein bisschen besser ist und dass wir dann, sage ich mal, noch mehr Spaß haben beim Fahren. Weil es ist im Regen ist es immer ein bisschen schwierig für uns und für die Zuseher. Aber ich denke mal, wenn es ein schönes Wetter gibt, ist es eine wunderbare Sache am Rechberg. Und ich hoffe, dass wir unvorbei Eine Frage an die Fahrer. Ein Kilometer neuer Asphalt, also wie weit ist jetzt der Unterschied gegeben? Also für mich als Laien ist einmal weniger Grip gestellt. Ist das falsch oder richtig? Wenn man das kurz erklären darf, ich habe auf mit Ihnen angeschaut, 2004 habe ich den Gesamtsieg gemacht und in den letzten Jahren habe ich bis dorthin schon 2,1 Sekunden verloren. Aufgrund des, dass ich dort eben nicht alles riskiert habe. Man muss sich das so vorstellen, die Straße war, Spurrillen haben das gehabt. Und wenn die breiten Räder nicht genau in die Spur hineinpasst, das ist so wie jeder ist im Winter schon gefahren, wenn so Spuren sind, dann zieht er dich einmal nach links und einmal nach rechts. Und das ist die Schwierigkeit, da bricht das Auto unkontrolliert, da fahren wir 90 Grad aus und du fliegst ab. Und dadurch muss man sehr verhalten durchfahren. Wie ich gewonnen habe 2004, bin ich 237 km/h an der schnellsten Stelle gefahren bis zur Lachsenreit. Und die letzten Jahre habe ich nur 210 km/h zugebracht, so von meiner Sicht. Vielleicht kann der Herbert oder irgendwer oder der Erich auch noch was dazu sagen. Also, es ist schwer zu sagen, ob der neue Asphalt jetzt wesentlich besser ist oder nicht. Weil es kommt ganz darauf an, wie viel Grip er dann bietet. Grundsätzlich ist es schon so, dass es, wenn es jedem ist, wesentlich einfacher ist das Ganze und man viel sicherer schnell fahren kann. Das ist die schnellste Stelle am Rechberg, also ich fahre dort genau 228 mit meinem Fahrzeug und im Trockenen ist es für mich kein Problem gewesen, früher aber nicht und auch wahrscheinlich jetzt nicht, weil im Nassen ist es so, dass es früher fast unfahrbar war, also voriges Jahr war es extrem glatt an der Stelle. Es kann aus meiner Sicht nur mehr besser werden, auch im Regen.